Hallo, ich grüße euch zu Blood and Wine vom guten alten Witcher. Ihr seht ihn. Die Herzogin hat ihn bestellt. Die ganze Zeit ist Ruhe und jetzt quatscht mir da jemand rein. Ist ja nicht zu glauben. Ja, also den Geralt seht ihr ja hier in seinem neuen schicken Outfit, da rechts neben, schon dabei sozusagen sich zu entfernen, ist der gute alte Regis. Ja, und wir sind auf dem Weg, das Geheimnis zu lüften, wer das fünfte Opfer sein soll. Wer bis hierhin alles verfolgt hat, weiß natürlich schon, wer das fünfte Opfer sein sollte. Wer es jetzt durch Zufall einschaltet, lässt sich dann einfach mal überraschen, wer es noch nicht wissen sollte. Und ansonsten habe ich noch ein bisschen was anzukündigen. Das kommt dann aber gleich später. Jetzt würde ich ganz gerne... Oh mein Gott. Was für eine Kante. Erstmal hier zu diesem kleinen. War doch hier, ne? Ja, genau. Hierhin. Ihr brecht euer kleines Lager gefälligst ab und tragt es woanders hin, klar? Das hier ist ein anständiges Viertel. Wir wollen hier keine Penner. Meine Herren, wir müssen doch nicht ausfallend werden. Bewahren wir Ruhe. Die Ruhe ist genau das, was ihr hier stört. Ihr Rumtreiber schleppt Krankheiten ein, nehmt ehrlichen Leuten die Arbeit weg und schnurrt euch mit der herzoglichen Fürsorge durch. Meine Leute tun niemandem etwas zuleide. Und wir können nirgends hin. Das ist uns scheißegal. Okay, na, also Lasso-moi. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Offensichtlich gibt es da ein wenig Zoff. Wir gehen da mal rein. Hallo? Okay, wir gehen hier rein. Du da, was willst du? Reden. Zeitverschwendung. Wir haben uns schon den Mund fusselig geredet. Jetzt ziehen wir andere Seiten auf. Nur die Ruhe, meine Herren. Entweder verschwindest du mit diesen räudigen Rumtreibern, oder wir werfen euch allesamt raus. Unsere Geduld ist am Ende. Das ist doch keine Müllkippe hier. Verschwindet! Hier leben anständige Leute. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir es ja hin, ohne dass wir denen was aufs Maul hauen müssen. Entschuldigung, ohne dass wir die freundlich bitten müssen zu gehen. Warum sollen sie denn hier nicht leben? Ihr wollt also nicht, dass sie hier ihre Unterkunft hatten. Fragt sich, warum? Sieh mal, Ballard. Noch ein Verteidiger der Armen, ein Kämpfer für die Gerechtigkeit. Verfluchte Inzucht! Unsere Frauen und die Jugend wohnen nebenan, wo sich doch selbst Männer kaum trauen können, an solchem Abschaum vorbeizugehen. Eieiei, wenn ich jetzt eins sage, kloppen wir uns sofort. Ich versuche mal das zweite. Warum so wollen sie denn nie, sollen sie denn hier nicht leben? Ach, haben wir doch eigentlich schon, ne? Ihr wollt also nicht, dass sie hier ihre Unterkunft hatten. Konzentration. Sieh mal, Ballard. Noch ein Verteidiger der Armen. Verfluchte Inzo. Okay. Anständige Leute? Du meinst ja wohl nicht euch. Wieso? Hast du da Zweifel? Und wie? Hörst du, Artois? Er will uns beleidigen. Auf unserem Grund und Boden. Gehen wir beiseite, guter Mann. Mein Freund kann diesen unseligen Disput zweifellos alleine beenden. Ach, ey. Schlechte Idee. Nee, warte mal. So. Zack, zack. Ui. Ich wickel dir die Gedärme ums Rückgrat. Ist verdammt eng hier, ne? Warte mal. Ein Hexer? Das ist doch ein Depp, kein Hexer. Ich muss mal eben kurz. So. So. Grauhaariger Hundebeschäfer. Ah, das geht. Okay.
Irgendwie will meine Tastatur nicht so, wie ich will. Muss mal einen von den beiden jetzt auf die Bretter schicken. Am besten hier. Okay. Komm schon, Hexadev! Schaffst du mich? Ja, ich hab's vor. So, und jetzt ihn. Sollte jetzt so schwer nicht mehr sein. So. Na schön. Hab schon besser gekämpft. Kommt, tschüss. Männer, wir gehen. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden. Aber sie hätten mich windelweich geprügelt, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ich bin sehr dankbar. Was wollten die von dir? Sie sind Nachbarn. Sie wollen, dass ich mit der Unterkunft verschwinde. Sie mögen es nicht, dass ich Bettlern helfe. Ich hätte ja nichts dagegen. Aber wo sollen wir hin? Nun, ihr habt ein Anliegen, nicht wahr? Vielleicht kann ich euch die Hilfe vergelten. Okay, wir brauchen ein paar Informationen. Wir suchen einen Mann, der vielleicht den Schuhputzer in der Rue de Garl erwähnt hat. Den Schuhputzer? Ein munteres Kerlchen, ich kenne ihn. Hat einer deiner Schützlinge vielleicht einen Termin bei ihm gehabt? Oder wird noch einen haben? Vergebt. So weit geht die Hilfe nicht, dass ich sowas wüsste. Aber wenn ihr warten wollt, bald kommen sie alle zum Essen. Dann könnt ihr sie selber fragen. Es kommen alle Bettler, ja, okay, das wissen wir. Danke. Nett, dass wir warten dürfen. Wofür ist der Topf da? Hängt der da Wasser auf? Liebe Leute, ich habe ein Anliegen, bevor ich auftische. Diese beiden Herren haben einige Fragen. Bitte hört ihnen zu und fasst euch beim Antworten kurz, damit die Suppe nicht kalt wird. Das würden wir doch nicht wollen. In letzter Zeit haben 4 von euch dem Schuhputzer Briefe gebracht. Das wissen wir. Weiß jemand, wovon der Herr redet? Ja, Romain? Ich werde doch nicht petzen. Wir sollten die Briefe nicht erwähnen. Wir haben es geschworen. Mir kannst du es sagen, Romain. Du hast einen Brief bekommen und ausgeliefert? Gute Arbeit, Romain. Danke. Wer noch? Ich habe auch einen gekriegt und dem Schuhputzer gegeben. Und Frischi hat auch einen gekriegt. Aber das kann er nicht erzählen, weil er nicht hier ist. Meinen habe ich noch. Ich soll ihn 2 Tage nach St. Barnabas ausliefern. Ich mach's mal direkt. Es ist eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit für das Herzogtum. Gib mir den Brief, sonst nehme ich ihn mir. Ganz einfach. Aber ich sollte ihn persönlich überbringen und ihn niemandem sonst zeigen. Das hat sie gesagt. Und sie war furchteinflößend. Du musst auf Leute hören, die freundlich und ehrlich sind. Diese beiden hier haben mir gerade geholfen. Sie haben uns allen geholfen. Wenn die Person dich bedroht, musst du dein Versprechen nicht halten. Na gut, hier nimm. Ich will sowieso nicht zum Schuhputzer gehen. Da ist es immer so matschig. Verdammt! Was denn? Ist es wirklich ein weiterer Name? Sieh es dir an. Also sowas. Das habe selbst ich nicht erwartet. Und nun zu unserer Herzogin. Offenbar haben wir Sianna erheblich unterschätzt. Offenbar sollte Detlaff ihr buchstäblich das Herz rausreißen. Doch brich ihr zuerst das Genick. Seltsam. Das letzte Opfer wäre also die Herzogin gewesen. Die Herzogin sollte Detlaffs letztes Opfer werden. Das hat Sianna von Anfang an geplant.
In der Tat. Das ist die logische Schlussfolgerung, Geralt. Zuerst vier scheinbar zufällige Opfer mit den Tugenden als einzige Gemeinsamkeit. Das reicht, damit die Leute von einem Biest der Rache reden. Das hat Sianas Verbindungen mit den Opfern verschleiert. Und sie konnte die, die sie hasste, einen nach dem anderen umbringen lassen. Zuletzt die Herzogin. Hätte sie ihren Plan in die Tat umgesetzt, hätte keiner nach den Gründen gefragt. Man hätte angenommen, dass Anna Henrietta wegen ihrer Sünden gestorben ist. Sie ist für ihre Hartherzigkeit bekannt. Es gibt umfassende Beweise für ihr mangelndes Mitgefühl. Warum sollte Sianna ihre eigene Schwester ermorden wollen? Neid? Machtgier? Natürliche Neigung zum Bösen? Das ist alles wahrscheinlich und schließt sich gegenseitig nicht aus. Aber wenn wir es genau wissen wollen, können wir sie selber fragen. Alles klar. Ich würde wirklich gerne ihre Motive erfahren. Sehr schön. Manchmal muss man dem Bösen in die Augen blicken. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Sie hat meinen Freund für ihre Morde benutzt. Ich habe wohl jedes Recht, sie zu verdammen. Aber ich unterstütze deine Suche nach der Wahrheit. Manche Philosophen halten die empirische Untersuchung für den einzigen Weg zur Erkenntnis. Hast du nicht gesagt, dass die Herzogin Sianna eingesperrt hat? Die Höflinge haben auf einer sehr viel härteren Strafe bestanden. Anna Henrietta musste ihre Schwester vor einem Lynchmob retten, wie sie ihre Untertanen vor einem Kriminellen beschützen musste. Jedenfalls sitzt Sianna in einem abgeschiedenen Winkel des Palasts gefangen und wartet auf ihre Verhandlung. Ich müsste ein paar Wachen überwinden, wenn ich sie sprechen wollte. Kommst du mit? Natürlich nicht. Ich warte in Merla Chaiselong. Ich kann nicht riskieren, nach den Verwüstungen durch Detlaff und seine Schergen den Palast zu betreten. Außerdem ziehe ich die Gesellschaft eines Alraunenschnapses, der Gesellschaft der bösen Schwester der Herzogin, vor. Das heißt also, du willst dich betrinken, weil du Sianna nicht leiden kannst? Solche kategorischen Feststellungen schätze ich nicht. Aber ich gebe zu, dass ich in ihrer Gegenwart nicht für mein Verhalten garantieren könnte. Sie war grausam zu Detlaff und hat schließlich seinen Tod bewirkt. Und jetzt noch dies? Nein, Geralt, ich gehe nicht mit dir. Ich erwarte dich auf dem Friedhof. Ja, natürlich sprechen wir mit Sianna. Ich kann den Regis absolut verstehen, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Und wir werden auch diesmal auf ein anderes Ende zusteuern. Wir müssen mal einfach die Dinge so sehen, wie sie sind. Sianna hat vier Menschen ermorden lassen. Wer weiß, was sie da vorher noch alles an Schandtaten verübt hat. Aber sie hat vier Menschen ermorden lassen, weil sie, das werden wir sicherlich gleich erfahren, sich in ihren Augen falsch verhalten haben. Und wollte jetzt die Herzogin ermorden lassen, ihre eigene Schwester. Und zu dem Zweck hat sie Detlaff genutzt. Detlaff ist ein Vampir, jetzt kann man sagen, Vampir, ja, die sind ja böse, da kann man das machen. Aber grundsätzlich war Detlaff nicht böse. Detlaff hat sich in sie verliebt und sie hat das gnadenlos ausgenutzt, um ihre eigene Rache durchziehen zu können. Mit dem Ergebnis, dass Regis, der nun gar nichts damit zu tun hat, wirklich absolut überhaupt nichts, gezwungen war, seinen besten Freund oder seinen Freund zu töten, um seinen besten Freund zu schützen, nämlich Geralt, beziehungsweise sein Wort gegenüber Geralt zu halten, dass er ihn dabei unterstützt. Also es ist jemand zu Schaden gekommen, der da gar nichts mit zu tun hat, der ja auch aufgrund der Tatsache, dass er Detlaff getötet hat, nun auch noch weitere persönliche Konsequenzen zu tragen hat. Und wenn man jetzt dafür sorgt, dass Sianna und Anna Katharine zusammenkommen, sich wieder versöhnen, dann sind mindestens mal fünf Beteiligte tot. Einer hat noch eine sehr harte persönliche Konsequenz zu tragen, nämlich Regis. Der Unsichtbare hat ihm ja gesagt, wenn du ihn tötest,
dann musst du das Gebiet verlassen. Geralt verliert einen guten Freund. Alle haben dadurch Nachteile. Nur Sienna geht's gut. So kann es eigentlich nicht sein. Und dementsprechend werden wir jetzt nicht als Kumpel, als Freund, als Liebhaber oder sonst wie dort auftreten, sondern als Detektiv, als Aufklärer und werden sie auch ganz klar darauf ansprechen, was sie zu den Taten zu sagen hat. Und dann kommen wir, glaube ich, zu keinem unbedingt milden Urteil. Ich zumindest nicht. Sie ist eine Mörderin, eine knallharte, rücksichtslose Killerin. Halt! Ich muss dringend mit Sienna sprechen. In welcher Sache? Ich muss mit ihr reden. Es ist wichtig. Reden kannst du mit deiner Oma beim Tee, nicht mit einer Gefangenen der Herzogin. Ohne Sondererlaubnis ist nichts zu machen. Punkt. Ich bin auf Informationen gestoßen, die in ihrem Fall wichtig sind und geklärt werden müssen. Dringend. Ach, na gut. Du bist der Hexer, der die Morde aufgeklärt hat, nicht? Dann gebe ich dir die Erlaubnis, aber nur ein paar Minuten. Ich werde mich kurz fassen. So. Dann bin ich mal gespannt, wie das Gespräch verläuft. Der Hexer redet mit der Gefangenen. Ihr könnt kurz Pause machen. Wenn's nur ein Moment ist, ganz schön vorschriftswidrig. Hallo, Sienna. Tut mir leid, dass ich reinplatze, aber ich muss dich was fragen. Ich habe dir nichts zu sagen. Wegen dir bin ich hier. Schon vergessen? Schon, aber was kann es schaden zu reden? Hast du was Besseres zu tun? Was willst du? Fass dich kurz. Sie ist ja nicht wegen Geralt hier, sondern sie ist da wegen der Taten, die sie verübt hat. Okay, ich versuch's mal so rum. Diese Zelle ist ja richtig gemütlich. Das ist schon dein zweiter komfortabler Kerker. Du fällst immer auf die Füße. Das würde ich nicht sagen. Ich bin hier nie alleine. Aber sauber ist es, weil ich geputzt habe. Das kann ja angeblich ganz entspannend sein. Nein, ist es nicht. Es ist eine grässliche und undankbare Arbeit. Aber ich lasse nichts ungetan. Bevor ich Nazair verließ, habe ich mein Zimmer aufgeräumt und mein Bett gemacht. Ich wusste, dass ich nie mehr zurückkehre. Aber ich mag keine halben Sachen und losen Enden. Du bist sehr zielstrebig, bewundernswert. Dafür wurde ich immer als kleines Mädchen gelobt, wenn auch für nichts anderes. Ich bin zur Bettlerunterkunft von Beauclair gegangen. Da fand ich den Beweis, dass du das Ableben deiner Schwester geplant hattest. Anna Henrietta, sie war von Anfang an Detlefs letztes Ziel. Dein letztes Ziel. Bravo, Hexer. Ich gratuliere dir zu deinem deduktiven Scharfsinn. Aber mit dir hatten meine Pläne nichts zu tun. Falsch. Sie haben alles mit mir zu tun. Du wurdest angeheuert, um das Biest zu töten. Und das Biest ist tot. Also hol deinen Orden ab und lass mich in Ruhe. Warum musst du dich in alles einmischen? Tja, das Biest war nicht Detlef, das kann man wohl sagen. Regis sagte, Detlef habe weniger Menschlichkeit in sich als er. Das mag schon sein. Detlef wurde von Instinkten und Reflexen getrieben. Du hingegen wurdest von Grausamkeit, Hass und Rachsucht getrieben. Es stimmt, dass man mich angeheuert hat, um das Biest zu töten. Aber etwas sagt mir, dass du das wahre Biest bist. Du hast keine Ahnung, wer ich bin und was mich antreibt. Na, dann lass doch mal hören. Ich bin hier, um etwas zu erfahren. Es ist klar, dass du auf Rache aus warst gegen die, die dich aus dem Palast vertrieben haben.
Es lag am Fluch der schwarzen Sonne, nicht? Das haben sie jedenfalls behauptet, dass ich gefährlich bin. Eine Mutantin. Die Ritter Crespi, Dulac, Delacroix und Perrac Perron. Es war ihre Aufgabe, mich wegzuschleppen und aus dem Herzogtum zu werfen. Sie haben Befehle ausgeführt. Und wie eifrig sie das getan haben. Als ich zu fliehen versuchte, schlug Crespi mich mit der Peitsche, bis ich ohnmächtig wurde. Die anderen sahen zu. Perron nutzte jede Gelegenheit, seinen Frust an mir auszulassen. Und Dulac und Delacroix beleidigten und verhöhnten mich. Ich schwor, dass ich ihnen das nicht vergessen würde. Dass ich sie finden würde. Es war nicht einfach für dich. Das sehe ich ein. Aber das ist keine Entschuldigung für deine Taten. Ich hatte nicht erwartet, dass du das verstehst. Ich brauche weder dein Verständnis noch das von irgendwem sonst. Ich bereue nichts. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich nicht anders entscheiden. Sie hatten ihre Strafe alle verdient. Meine Schwester am meisten. Genug. Der Besuch ist vorbei. Ach, den Stern sei Dank. Ich hätte noch Verständnis dafür gehabt, wenn sie es selber gemacht hat, aber jemand anders zu benutzen, sich selber im Hintergrund zu halten, nicht nur grausam, sondern feige. Kommandant de la Tour will dich sehen. Können wir direkt gehen? Ja, wir können gehen. Gehen wir. Ich will ihn auch sprechen. Damien? Geralt, es wird Zeit. Bereit für die Zeremonie? Mein Gott, der hat aber auch eine Schabe da, ne? Eine Narbe. Meine Fresse. Du siehst nicht gut aus, das haben wir ja schon gemacht. Trotzdem. Dein Gesicht sieht nicht gerade gut aus. Naja, beim letzten Mal sah es noch schlimmer aus. Ich nehme Arnika. Ich fühle es schon kaum noch. Ich mag den Damian. Der ist korrekt. Ich habe eine wichtige Information. Anna Henrietta sollte das fünfte Opfer von Detlaf und Siana werden. Bist du sicher? Und ob. Ich habe einen Beweis gefunden. Wie konnte sie? Waren die Morde und die Zerstörungen in der Stadt nicht genug? Sie wollte ihre eigene Schwester töten. Ihre Herrin! Ich muss die Ehrenwache der Herzogin vergrößern, damit Silvia Anna beim Verhör genau beobachtet wird. Ich werde mich gleich darum kümmern. Danke für die Warnung, Hexer. Ich weiß deine Aufmerksamkeit zu schätzen. Fangen wir mit der Zeremonie an. Komm mit, die Herzogin wartet. Und diesmal werden wir es auch der Herzogin sagen. Im Namen der Gilde ersuche ich dich um deine Unterstützung, erlauchte Herrin. Ohne Fässer ist es vorbei mit der Produktion und mit uns. Ihr habt sie alle im Feuer verloren? Oh, wie schrecklich. Wir sind über die Maßen betrübt. Ja, erlauchte Herrin, allesamt. Als die Bestien es bis ins Lagerhaus geschafft hatten, ging alles in Flammen auf. Ich werde einen Palastwächter senden, der sich die Unglücksstelle ansieht. Wenn es ist, wie du sagst, wird aus der herzoglichen Schatzkammer eine angemessene Kompensation gezahlt. Vielen Dank, erlauchte Herrin. Erlauchte Herrin, Geralt von Riva ist eingetroffen. Meine lieben Untertanen, wir kommen zum nächsten Punkt.
Von allen Pflichten, die mir als Herrscherin dieses Reichs auf den Schultern ruhen, ist diese hier mir die liebste. Wir verleihen den Orden von Vitis Vinifera, Toussaints höchste Auszeichnung. Geralt von Riva, Schlechter des Biests von Beauclair, tritt vor. Diesen Orden erhält jener Hexer, der Beauclair vom schrecklichen Biest befreit hat. Dies ist unser Wunsch. Dieses Symbol möge allen als Zeichen dienen, dass der Hexer auf ewig ein Freund Beauclairs ist. Weniger förmlich gesprochen, danke ich dir aufs Herzlichste, Geralt. Damian hat deine Belohnung. Unterm Strich war es ja nur ein Auftrag. Vielen Dank. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich. Ein Dutzend Fässer Sangreal. Der Wein ist sonst der Herzogstafel vorbehalten. Auf dich wartet ein kulinarisches Erlebnis, das du nie vergessen wirst. Bist du zufrieden? Tja, den werden wir mit Regis genießen. Wir müssen es ihr sagen, auf alle Fälle, ja. Ja, zufrieden und dankbar, Herrin. Doch leider muss ich die Stimmung ruinieren. Sianna hat geplant, dich zu töten, Herzogin. Sie wollte Detlaff benutzen. Du solltest das fünfte Opfer sein. Das kann nicht wahr sein. Unmöglich. Du musst dich irren. Ich habe den Beweis. Ich glaube es nicht. Ich werde gleich mit Sianna sprechen. Begleitest du mich? Aber natürlich. Hast du meine Schwester zurückgebracht. Aber was du mir nun sagst, ist vernichtend. Ich glaube nicht, dass ich gerecht über sie urteilen kann. Ich hoffe, du irrst dich, Geralt. Das tue ich nicht. Im Gegenteil. Ich rate dir, in ihrer Gegenwart äußerst vorsichtig zu sein. Du übertreibst, Hexer. Sie ist meine Schwester. Ich weiß, wie ich mit ihr sprechen muss. Wenn meine Anwesenheit nützlich sein kann, bleibe ich natürlich. Wir befragen nun eine Person, die in die Morde in unserer schönen Stadt Beauclair verwickelt ist. Hauptmann de la Tour, bring Silvia Anna herein. Wohnt der Hexer der Unterredung bei? Ich bin auf Anforderung der Herzogin anwesend. Du hast schwere Verbrechen begangen. Doch du bist meine Schwester. Und mein Herz erlaubt mir nicht, dich wie eine gewöhnliche Kriminelle zu behandeln. Es erlaubt mir auch nicht zu glauben, dass du meinen Tod gewollt hast. Mein Herz verlangt zu wissen, dass es das Monster Detlaff war, das dich beeinflusst hat. Du selbst würdest nie so tief sinken. Daher habe ich Geralt als Außenstehenden gebeten, mich zu beraten. Ich werde jetzt anhören, was er zu sagen hat. Ungeachtet mildernder Umstände ist Sianna eine Kriminelle und sollte auch so behandelt werden. Und entsprechend bestraft. Ihre Schuld ist offenkundig.
Deine Worte betrüben mich sehr, Hexer. Aber ich kann ihre Logik nicht leugnen. Sianna, du wirst vor Gericht gestellt und angemessen bestraft. Doch wir werden immer Schwestern sein. Als Herzogin muss ich dich verurteilen. Aber als deine Schwester werde ich dich immer lieben. Wirst du mir vergeben? Ich brauche ein paar Blumen, einen Kranz oder so. Hab ich nicht. Es ist alles verkauft. Ich wollte eben gehen. Es gibt hier nichts zu tun. Das ist nicht erstaunlich, Herr. Vor der Beerdigung haben die Leute alles leer gekauft. Männer, Frauen, Kinder. Alle wollten der Herzogin einen Strauß aufs Grab legen. Hexenblumen, Pfingstrosen, Gladiolen. Allerdings mochte sie klassische Rosen am liebsten. Ihre Hofdamen waren hin und wieder hier. Dann wählte ich die hübschesten Blüten für sie aus. Duftend, großblättrig, langlebig. Ich kann es einfach nicht glauben. Von der eigenen Schwester getötet. Wie konnte das passieren? Tja, wie konnte das passieren? Ich bin echt ein bisschen geplättet, muss ich sagen. Also im Stich gelassen haben wir sie nicht. Wir haben Damir geraten. Damir es gesagt, wir haben es ihr gesagt. Wir haben den Beweis gehabt, wir hatten ja den Brief. Also das haben wir auf gar keinen Fall gemacht. Dass Sienna so entschlossen ist, hätte ich gedacht. Anna Henrietta war zu vertrauensselig, definitiv. Anna Henrietta wollte glauben, dass es noch Hoffnung für Sianna gibt, dass sie Reue zeigen würde. Sie hat ihr die Hand gereicht. Zu früh, zu vertrauensselig. Ach, jetzt erkenne ich dich. Du bist dieser Hexer aus dem Norden, der uns vor dem Biest gerettet hat. Mhm, könnte man sagen. Warte, nimm diese. Ich dachte, du hättest keine mehr. Den Strauß habe ich zur Seite gelegt. Ich wollte ihn der Herzogin selbst bringen. Aber nimm du ihn. Ich weiß, dass dir an ihr lag. Was schulde ich dir? Gar nichts. Behalt dein Geld und trink heute Abend zu ihrem Gedächtnis. Mach ich. Leb wohl. Ja, das ist ein Ende, wie ich es nicht haben wollte. Also wenn Sianna jetzt verurteilt worden wäre, wahrscheinlich nicht zum Tode, sondern zu Kerker oder sonst was, das hätte ich in Ordnung gefunden. Aber dass Anna Henrietta stirbt,
Gut, wenn man die Bücher gelesen hat, ist die Anna Henrietta da in den Büchern ein bisschen anders als die, die man hier kennengelernt hat. Regis sagt das zwar auch, dass sie hartherzig ist, aber das kam jetzt hier in dem Spiel, kommt das nicht so rüber. Das ist natürlich jetzt ein echt bedrückendes Ende. Und ich wollte an für sich auch das Spiel komplett beenden, aber wir müssen ja noch die Blumen niederlegen. Und danach wird sicherlich auch noch das eine oder andere erfolgen. Also es wird auch sowieso noch ein paar Folgen geben. In der nächsten Folge werden wir es abschließen. Ich werde allerdings den Abspann noch nicht durchlaufen lassen, weil ich den lasse ich erst durchlaufen, beziehungsweise werde den hinten dran pappen, wenn wir alle Aufgaben gelöst haben und wirklich die letzte Folge gelaufen ist. Für alle diejenigen, die vielleicht Spaß daran haben, wie ich das hier so mache und wie es so läuft, habe ich eine kleine Ankündigung schon mal vorab. Das wird es aber noch öfter geben. Ich weiß, es guckt ja nicht jeder bis zum Schluss, aber ja, die einen oder anderen schon. Bin gerade dabei, meinen ersten Teil, The Witcher Wild Hunt, zu bearbeiten. Das heißt, ich nehme das Ganze nochmal neu auf. Also ich nehme die Aufnahme, schneide sie nochmal neu, weil die Aufnahmen ja doch teilweise sehr lang sind. Verbessere Bild und Ton. Hier und da kommt was weg. Längen, die einfach in den Folgen drin sind, die kommen weg, sodass das Ganze vom Ablauf her etwas straighter wird und einfach auch einfach sich schneller entwickelt. Und werde das Ganze dann als The Witcher 3 Wild Hunt Reloaded hochladen. Weil natürlich am Anfang, als ich anfing mit The Witcher, war ich ja nun wirklich noch Anfänger, habe da auch überhaupt gar keine Werbung für meinen Kanal betrieben, hatte null Abonnenten, viele Folgen sind nie gesehen worden und ich möchte einfach hier nochmal die Chance auch nutzen, um einfach das Ganze, ja ich sag mal, mit den Erkenntnissen, die ich jetzt über die Zeit gesammelt habe, die Folgen so ein bisschen aufzupeppen. Leider habe ich nur eine Tonspur. Deswegen kann ich da nicht so viel machen, aber man kann schon ein bisschen was rausholen, das habe ich schon gemerkt. Und vielleicht interessiert euch das ja. Also Bild und Ton werden besser sein, die Story selber wird sich schneller und straighter entwickeln und ich glaube, damit wird es auch echt spannend und angenehm, diese Folgen dann alle sich anzuschauen, weil einfach viele Längen raus sind. Und bis dahin sage ich erstmal vielen Dank dafür, dass ihr bis hierhin immer dabei geblieben seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert mich, empfehlt mich weiter und seid auch beim der allerletzten Folge der eigentlichen Blood and Wine Serie dabei, die wird noch kommen. Und verzeiht, dass es alles ein bisschen länger immer dauert, jetzt teilweise 2 Tage dazwischen sind, zwischen den einzelnen Folgen, weil ich habe sehr viel zu tun beruflich und komme einfach nicht dazu, das Ganze so zu machen. Außerdem gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe, was Bild und Ton anbelangt. Ich bearbeite da ein bisschen nach. Ich hoffe, das kriegt ihr auch mit. Und ich möchte, dass diejenigen, die meine Videos schauen, die bestmögliche Qualität haben. Okay, bis dahin, macht's gut. Ciao, euer Alien.